Abschluss noch die kurze Frage. Frau Bundesministerin Köstinger hat in einer Pressekonferenz kürzlich erklärt, sie hat auch schon drei Leuten wieder die Hand geschüttelt und das habe sich einigermaßen okay angefühlt. Wie geht es Ihnen da? Geben Sie Leuten wieder die Hand? Ja, ich gebe Menschen die Hand, wenn sie mir die Hand entgegenreichen. Wenn ich das nicht sehe als Signal, dann bleibe ich nach wie vor auf Abstand. Ich glaube, es ist im Moment ein Aneinandergewöhnen. Wir hatten gerade heute wieder eine Sitzung in einem etwas kleineren Raum und es ist im ersten Moment wieder etwas ungewohnt, obwohl wir alle geimpft sind, obwohl wir alle getestet sind und gut geschützt. Ich glaube, wir haben gesehen, dass Gesundheit aus drei Bereichen besteht, aus der bio-, psychosozialen Bereichen. Wir brauchen einen gesunden Körper, ein Virus kann zuschlagen. Wir brauchen eine gesunde Psyche, manchmal etwas Zeit für sich selbst, etwas Auszeit, manchmal eine neue Herausforderung. Und wir brauchen ein gesundes soziales Umfeld. Wir brauchen Freunde, Familie, Treffen. Und das möchten wir auch wieder ermöglichen mit allen diesen Bereichen. Ich glaube, Covid hat uns das gezeigt. Es braucht einfach alle drei Bereiche, damit man sich gesund fühlt. Und das ist unsere Lessons learned. Wir werden künftig noch viel mehr auf Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge setzen. Martina Rüscher war das von der schwarzen ÖVP heute in Türkis, wenn ich das so sagen darf. Vielen Dank Ja. und fürs Dabeisein bei Vorarlberg Live und Ihnen einen schönen Abend. Danke, ebenso. Und auch Ihnen darf ich einen schönen Abend wünschen, mich herzlich bedanken fürs Dabeisein. Vorarlberg Live sehen Sie wie immer hier auf Voll.at, auf VN.at und auf Ländle TV auch morgen wieder um 17 Uhr.